Boah, Leute, zwei YouTuber haben sich gestritten und wir gucken heute, warum. Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Team Millennium Kanal. Heute ist Sonntag, ich bin gerade am Europameisterschaft gucken. Auf einmal schreibt mir ein Abonnent von mir, so dass ich, ob ich ein Beef zwischen zwei YouTuber von uns geguckt habe und ich so, hey, nee, was? Und ja, wir werden das gleich zusammen gucken. Das wird so eine Art Reaction-Video sein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich glaube, Reaction-Video habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und dann schauen wir mal, wer was gesagt hat. Ich würde sagen, ich lasse nicht mehr lange warten. Wie immer, liken, abonnieren, Kommentar da lassen. Wie findet ihr eigentlich dieses Beef? Ich weiß es nicht. Es ist so hier sonnig. Und ich würde sagen, let's go! So Leute, wir sind hier. Ja, wie es aussieht, es ist Ansage an CK Phoenix. Ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus wird, wie das Ganze so läuft. Jeder kennt sicherlich den YouTuber CK Phoenix. Gibt es einfach ein paar Dinge, die ich nicht so cool finde und die will ich mit euch jetzt mal besprechen, denn ich finde, es reicht langsam, also legen wir los. Fangen wir mit einer simplen Sache an. Ist er eigentlich YouTuber oder soll ich lieber sagen Anime-Tuber? Naja, er macht unter anderem Yu-Gi-Oh! Content, aber auch Content zu anderen Animes. Doch das finde ich gar nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich Folgendes, und zwar, dass er einfach nicht das Spiel wirklich spielen kann. Aber er ist eben nicht im Metagame drin und ständig hört man von ihm solche Aussagen. Aber ich bin halt zurzeit einfach nicht drin. Ich kann euch aktuell überhaupt nichts über die Meta sagen, jetzt schon ja, seit circa 1 bis 2 Jahren kaum noch spiele. Oder ich verstehe nur nicht, was daran so schlimm ist. Wenn er nicht Meta spielt, spielt er halt nicht Meta. Ich meine, du musst ja nicht Meta spielen, um Yu-Gi-Oh! Zu machen oder Yu-Gi-Tuber zu sein. Du kannst auch Yu-Gi-Tuber sein und andere Animes auch in deinem Kanal zu haben. Also, das ist okay. Selbst in Kommentaren gibt er zu, dass er eben im Spiel nicht drin ist. Danach reactet er auf Banlisten und sagt dann sowas wie, oh mein Gott, aber das kann halt einfach nur sagen zu Karten, die eben sehr alt und bekannt sind oder eben zu Karten, wo irgendwie schon 100 Videos zu existieren, von wegen die Karte muss gebannt werden. Ich meine, er lebt davon und weiß nicht mal, wie die Meta funktioniert, geschweige denn, wie die Decks dort funktionieren und das ist ziemlich schade. Er lebt davon, aber er lebt davon, er hat ja nicht davon gelebt, dass er Meta gespielt hat, sondern er lebt davon von den Videos, was er macht. Und er kann auch Reaction auf, es ist eine Reaction halt, ne? Man kann ja auch auf alles reagieren, so wie ich gerade auf diese Video gerade reagiere. Und du musst ja nicht unbedingt Ahnung davon haben, zu 100%. Das ist ja einfach in dem Moment so eine Unterhaltung ist das, was man führt für die anderen, damit die anderen sich unterhalten fühlen oder damit wir das Video gucken und einfach ein bisschen Spaß haben. Mehr ist es ja nicht. Man kann ja auch mal sagen, wow, voll die geile Karte. Ja, cool. Immer wenn ein neues Structure-Deck rauskommt, machst du ein Video zu, so machst du ein gutes 30-Euro-Deck. Naja, wie gut kann das sein, wenn er so viel Ahnung von Yu-Gi-Oh! Diese 30-Euro-Decks macht ja jeder YouTuber. Das auch in den USA machen die auch. Die setzen einfach drei Structure-Decks zusammen und dann bauen die ein Deck daraus. Also viel Ahnung muss man ja da nicht haben. Ja? Und außerdem kann man ja auch machen. Ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch die anderen angucken, wie die das gemacht haben. Dann kann man einfach so eine Art Video einfach machen. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Videostrecken. Jedoch finde ich es einfach unmöglich, wenn man seine Videos eben auf 8 Minuten künstlich streckt. Und streckt seine Videos dann einfach so. Jo Freunde, eine Sache, die ich noch vergessen hatte zu erwähnen. Und ich werde ganz ehrlich mit euch sein. Das war riskant nur, um ein Video auf die 8 Minuten zu bekommen. Ey! Lass ihn doch machen, es ist doch nicht schlimm. Guck dich mal die Videos an. 18 Minuten, voll viele unter 8 Minuten, 14 Minuten, 17 Minuten, 9 Minuten, 16, 11, 26. Dass er sagt, dass er künstlich, es sind kaum Videos, das sind ja sogar 1 für 7, 33. Das heißt, er hätte auch locker 30 Sekunden mehr machen können, damit er halt diese mehr Werbung haben kann. Kommen wir auch zum nächsten, und zwar Discord. Ja, er hat einen Discord-Server und ja, der ist auch ziemlich groß. Und er macht auch dafür permanent Werbung, sowohl auf seinen Hauptkanal, als auch auf seinen Zweitkanal. Jetzt können wir entdecken... Ja, wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich nicht so aktiv drauf ist, weil ich bin auch so auf seinem Discord drauf. Da sind ja andere Leute einfach drauf, dass sie sich miteinander connecten, dass sie da miteinander spielen und so weiter. Ich glaube, das ist eher der Sinn der Sache, einen Discord-Channel zu haben und nicht, dass man selber da auch 24/7 da unbedingt da sein muss oder so. Der Server ist so gut wie tot. Doch woran liegt das eigentlich? Naja, es liegt vor allen Dingen daran, dass CK Phoenix selber eben seit 6 Monaten dort nichts mehr aktiv gepostet hat und eben nichts dazu beiträgt.
Ich finde es ziemlich gut, dass man eben Werbung macht unter seinen Videos für seinen Server und selber einfach dort eben gar nichts macht. All diese Punkte sind nichts im Vergleich zum letzten Punkt. Und zwar, auf der deutschen Meisterschaft haben CK Phoenix, Julio und Cardronis zusammen mit mir eben ein Viererduell aufgenommen und das Ganze wurde auch auf seinen Kanal hochgeladen. Soweit, so gut. Doch es gibt einige Dinge, die ich kritisieren will und vor allen Dingen, die mich sehr aufregen. Zum einen wurde ich durchgehend gefokust. Es ist zwar schön, wenn sie denken, dass ich der beste Spieler am Tisch bin, aber dann frage ich mich eigentlich, warum ich überhaupt mitspiele. Okay. Das ist Kinderkram. Ich weiß nicht, wir werden ja gleich das Statement-Video zum Beef auch jetzt gleich zusammen angucken, aber das ist Kinderkram, das ist safe. Irgendein komischer hier Promotion-Ding ist das wahrscheinlich, weil wir halt nächste Woche wahrscheinlich auch Gamescom haben und die auch alle drauf und die alle da sind, hat man ja auch gesehen. Das hat safe etwas damit zu tun. Ja, das brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Jetzt gucken wir mal hier meine Antwort an Schattenspieler. Die meisten von euch kennen vermutlich den YouTuber Schattenspieler, aber gestern kam plötzlich ein Video von ihm online, welches Ansage an CK Phoenix lautet. In diesem Video hat Schattenspieler einige Punkte an mir zu kritisieren. Ziemlich genau sind es 4 große Punkte, die er anspricht und wir werden heute auf alle davon eingehen. Denn nichts, was er im Video anspricht, ist wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Allerdings werden die meisten bzw. alle Punkte im Video komplett übertrieben dargestellt und ich werde für Sachen kritisiert, die eigentlich gar nicht mal schlimm sind, beziehungsweise meiner Ansicht nach sogar komplett normal sind. Und deswegen bekommt ihr heute meine Sichtweise auf das Ganze. Der erste Punkt, den Schattenspieler in seinem Video anspricht, und ich wusste, dass der Tag kommen wird, an dem ich mich dafür rechtfertigen muss. Das war ja mit dem Meta, ne? Oder? Ich momentan keine Ahnung von der aktuellen Meta habe, weil ich das Spiel nicht aktiv spiele. Ich meine, ja, ist doch egal. Das stimmt. Aber wo ist das Problem dabei? Ja, habe ich doch gesagt. Ist doch komplett egal. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Sich für Yu-Gi-Oh! Zu interessieren, beziehungsweise sich mit Yu-Gi-Oh! Auseinanderzusetzen, Content dazu zu machen und sogar davon zu leben, nur weil man die Meta nicht kennt. Aber der Content, den ich mache, ist ja auch mehr auf den Anime bezogen, beziehungsweise Unterhaltungsvideos zu Yu-Gi-Oh! Generell. Dafür muss man nichts von der Meta verstehen. Vor allem werden 2 Videoformate von mir scharf kritisiert, und zwar zum einen meine Banlist-Reaction. Ja, es stimmt, bei den letzten Banlists konnte ich teilweise nicht einordnen, warum gewisse Karten verboten oder limitiert werden, weil ich das Spiel zu dem Zeitpunkt einfach nicht aktiv gespielt habe. Aber ich verstehe auch hier nicht, was das Problem daran sein soll. Wenn jemand Banlist gucken will, dann geht er auf Konami-Seite und guckt sich das an. Da guckt man sich ja kein Reaction drauf. Reaction ist eher so eine Unterhaltung, ist das. Du schaust dir aber die Reaktion eines YouTubers an, um einfach unterhalten zu werden. Richtig. Das ist Entertainment. Ja. Das hat nichts mit informativen Content zu tun. Und daher sehe ich auch kein Problem darin, wenn ich bei manchen Karten nicht weiß, warum sie verboten werden. Richtig. Ich habe Ahnung von Yu-Gi-Oh! Ich habe keine Ahnung von der aktuellen Meta. Aber Yu-Gi-Oh! Ist deutlich mehr als einfach nur Turniere. Yu-Gi-Oh! Ist mehr als Meta. Und ich muss mich über die Meta nicht informieren, um ein Video für Anfänger, was ich auch bei jedem einzelnen Structure Deck Video betone. Die richtigen, also die normalen Cyberdrachen sind halt auch drin. Vorab sei allerdings gesagt, das Ganze ist selbstverständlich ein Budget-Deck. Es ist eher ein Anfänger-Deck, es ist halt ein gutes Deck. Das ist genau richtig. Dass die ganze YouTuber aus den USA, die sagen genau das Gleiche. Die sagen immer, diese Decks, was man halt mit Structure-Deck baut, wo man 3 Stück davon kauft, sind immer nur für Anfänger gedacht, wo die Leute halt zum Spiel finden wollen, die wollen halt neu wieder einfach einsteigen und so weiter. Das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, das ist wirklich sehr günstig, erstmal einzusteigen und wieder reinzufinden, ja, statt teure Karten zu kaufen, um zu gucken, ob es einem gefällt und dann so, oh, gefällt mir doch nicht und dann machen wir das dann doch nicht, spiele ich doch nicht und hat man trotzdem Geld ausgegeben, aber 3x6 Euro, 3x7 Euro tut keinen weh. Ich bekomme ständig Nachrichten, dass Leute durch diese Videos überhaupt erst zu Yu-Gi-Oh! Zurückgefunden Richtig. Haben. Und das ist doch der eigentliche Sinn. Und nicht, dass man irgendwelche Events toppt. Das habe ich nie behauptet. Der zweite Punkt, den Schattenspieler in seinem Video anspricht, ist, dass ich meine Videos künstlich auf 8 Minuten strecken würde, um mehr Geld zu verdienen. Und dieses Argument ist alleine schon mit einem kurzen Blick auf meinen Kanal zu entkräften. Haben wir auch geguckt? Letzten 10 Videos waren 5 Videos kürzer als 8 Minuten, weil sie gemeinsam versucht haben, sein Schicksalzelt, Plasma plus D-Kraft. Das war ja diese Kinderkram mit, das ist halt zu bla 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 bla. Aber ich bin mir ganz sicher, wir gucken mal einfach ganz am Ende. Ich muss einfach nur behilflich sein, mir ist dabei allerdings ein Fehler unterlaufen, was meiner Ansicht nach in der Situation definitiv passieren kann. Ich habe ganz sicher nicht gelogen und wenn, dann hätte er den Effekt sowieso nicht aktiviert. Also verstehe ich das gesamte Problem einfach nicht.
geht, so. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Ich bin persönlich einfach sehr enttäuscht von Schattenspieler, dass das Ganze jetzt irgendwie so ausgeartet ist, weil ich das einfach nicht wollte. Und ich habe zu Schattenspieler auch immer ein Stück weit aufgeschaut. Er war ja schon deutlich länger in der YouTuber-Szene aktiv als ich. Und er hat mir auch bei einigen Dingen geholfen, für die ich auch immer dankbar sein werde. Ja. Ich verstehe diesen Move einfach nicht. Und da ich mich auch nicht wirklich weiter streiten, wie es zwei Duellanten auch wirklich tun sollten in einem Duell. Also, da haben wir es. Da haben wir es, Leute. Ich habe euch gesagt, Gamescom ist bald da. Die wollen sich duellieren. Und die haben diesen Beef benutzt, um jetzt darauf zu kommen. Jetzt werden wir... Also safe, guck, jetzt gleich gucken wir mal hier mein Statement. Gestern kam nämlich auf Schattenspielers Kanal ein Video online, in dem wir beide klargestellt haben, dass das Ganze selbstverständlich kein echter Streit gewesen ist, sondern wir das Ganze abgesprochen haben. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Wir haben nämlich ein Duell für die Gamescom geplant. Was... Ich bin einfach zu gut. Ich habe einfach das Ganze wie ein Buch gelesen. So, ich habe die so gelesen. Das war so einfach. Perfekt, fertig, das war's. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht zu gucken. Das ist einfach initiiert gewesen. Die wollen sich auf Gamescom duellieren. Ich werde auf Gamescom sein. Das heißt, ihr kriegt einen saftigen Vlog von mir. Ihr kennt meine Vlogs, die sind immer gut. Man munkelt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung dazu. Wie findet ihr eigentlich diese Beef, was sie gemacht haben? War das eigentlich von Anfang an klar? Oder habt ihr auch gedacht, weil manche haben es anscheinend gedacht, dass das echt ist? Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns. Hau rein. Guckt weiter. Eure Meisterschaft. Ciao.